geile Kurven. Ich bin neugierig, ob das Mikrofon da funktioniert, wie viel Lärm es neben meiner Stimme mitnimmt. Und da ist einfach cool zu fahren. Da Kruppberg ist das, Richtung Göstling, kommend von Gamming. Aber jetzt ist gleich vorbei mit den schönen Kurven. Auf dem Weg in die Erlaufschlucht. Das ist meine erste Station für die Schluchtentour. Ich bin neugierig drauf. Viele haben schon erzählt, wie schön es dort ist. Ja, jetzt werde ich mal hinfahren und mir das anschauen. Meine Lieben, willkommen zur ersten Station auf meiner Schluchtentour durch Österreich. Ich bin heute in Burgstall in Niederösterreich und hier gibt es die Erlaufschlucht. Und die soll sehr schön sein. Ja, dann schauen wir mal, ob das auch wirklich so ist. Die Erlauf hat sich im Laufe der letzten Jahrtausende tief, bis zu 17 Meter, in dem seit der letzten Eiszeit aufgelandeten Schotter eingegraben. Aufgrund der geologischen und landschaftlichen Eigenheiten gilt die Erlaufschlucht seit 1972 als Naturdenkmal. Schon vor 200 Jahren hatte die Schlucht ihre Bewunderer, so zum Beispiel Kaiser Franz II., der an der Erlauf hin und wieder zur Sommerfrische weilte. Und der soll damals gesagt haben, dass die Umgebung hier gerade so schön wie bei ihm im Prater in Wien sei. Und dieser Vergleich bleibt natürlich im Gedächtnis haften und noch heute wird die Erlaufschlucht gerne auch Praterschlucht genannt. Ich persönlich muss ja gestehen, dass sie mich eher an so karibische Flusstouren erinnert hat, die ich schon ein, zweimal mitmachen durfte. Und ich habe es bereut, dass ich bei der Erlaufschlucht nicht auch meine Badehose dabei hatte. Es gibt zwei Optionen, um die Schlucht zu begehen und wirklich zu erleben. Da ist zum Beispiel der sogenannte Fischersteig, der direkt am Wasser durch und über Felsen führt und so auch an manchen Stellen ein wenig herausfordernd ist. Aber es gibt auch den einfacheren, runder Wandweg, den Pratersteg. Dieser ermöglicht es, durch die Schlucht zu laufen, jeweils auf der einen oder anderen Seite durch Brücken zusammengeführt. Dieser Weg ist ein flacher Schotterweg, der auch für Kinderwagen oder auch Rollstühle geeignet ist. Und dort gibt es auch zwei schöne Aussichtsplattformen, von denen man einen wunderbaren Blick auf die Schlucht und das Wasser hat. Ich selbst bin über den Fischersteig durch die Erlaufschlucht gegangen und das war schön, aufregend und spannend. Und es hat sich wirklich ausgezahlt. Naja, noch ein kleiner Tipp von mir. Solltet ihr im Sommer zur Schlucht gehen und es ist wieder so heiß, wie ich dort war, nehmt eine Badehose mit, denn man kann sich in diesem glasklaren, sauberen Bergwasser und kühlen Wasser wunderbar abkühlen. Heute fahre ich Richtung Oberösterreich zu einer Klamm, die einen interessanten Namen hat, Dr. Vogelsang-Klamm. Was es mit dem Namen auf sich hat, werde ich euch noch erzählen. Ja, das soll sehr schön sein, Holzstege mit Wasserfall, 500 Stufen aufwärts. Ich bin neugierig, also ab nach Oberösterreich. Hallo meine Lieben, das ist die zweite Station meiner Schluchtentour durch Österreich. Heute bei der Dr. Vogelsang-Klamm. Das ist in Oberösterreich, in Österreich, und zwar ja in der Nähe von Spital an der Pürn. Und ich habe euch ja gesagt, ich erkläre euch, warum die Klamm oder die Schlucht so heißt. Die heißt deswegen so, weil der Herr Dr. Moritz Vogelsang, der war zur Jahrhundertwende zwischen 19. und 20. Jahrhundert Kinderarzt in Spital an der Pürn und Präsident und Chef des Verschönerungsvereins. Und im Rahmen dieser Position war er der Erste, der diese Klamm erschlossen hat, also einen Pfad reingemacht hat, die ersten Möglichkeiten gegeben hat, dass man reinkommt. Das war so um 1905. Jahre später ist es dann erweitert worden, so ein richtiger Weg wie heute, ein Klamm, ein Holzsteg geworden. Und inzwischen ist es eine der schönsten Schluchten in Österreich. Wunderbare Wasserfälle, aber was soll ich euch viel erzählen? Gehen wir rein, schauen wir es uns zusammen an.
Die Dr. Vogelsangklamm ist die längste begehbare Klamm in Oberösterreich. Aber nicht nur das, damit ist sie gleichzeitig auch die zweitlängste begehbare Klamm in ganz Österreich. In den Jahren 1926 und 1927 wurde die ganze Felsenschlucht von der Gemeinde Spital an der Bürn, die ganz in der Nähe der Klamm liegt, mit Stiegen und Stegen, die im senkrechten Felsen verankert sind, zum Durchwandern hergerichtet. Auf dem Weg nach oben muss man ca. 500 Stufen überwinden und die führen entweder über Holztreppen oder sind in den Stein gemeißelt. Im Juli 2021 wurden die Stege durch ein Hochwasser zerstört. Um sie zukünftig gegen Hochwasserereignisse besser zu schützen, wurden die Stege bei der Renovierung einfach höher gelegt. Und am 29. August 2021 wurde die Klamm wieder eröffnet. Von der Kassenhütte der Klamm bis zum Ausstieg oben überwindet man ca. 361 Höhenmeter und dafür braucht man entweder einen Viertelstunden oder vielleicht auch eineinhalb, je nachdem wie schnell man unterwegs ist. Man kann entweder wieder durch die Klamm zurückgehen oder einen schönen Rundwanderweg machen. Wenn man oben angekommen ist, kann man noch ca. 20 Minuten weiter wandern und zur Bossruckhütte gehen. Dort kann man eine wunderbare Jause genießen, um sich für den Rückweg wieder zu stärken. Für die ganze Runde sollte man, je nachdem wie schnell und stark man beim Wandern ist, ca. 2,5 Stunden einkalkulieren. Ich kann nur sagen, wenn man mal in Oberösterreich ist, dann sollte man diese Klamm nicht verpassen. Ein Besuch und eine kurze Wanderung zahlt sich absolut aus. Jetzt bin ich schon unterwegs Richtung Pongau. Dort ist die Liechtenstein-Klamm. Dort werde ich heute hinfahren. Und wirkt wie eine nette Straße dahin bis jetzt. Ich bin gerade aus Oberösterreich jetzt in die Steiermark und dann muss ich irgendwann wieder nach Salzburg rein, glaube ich zumindest. Schauen wir mal. Jetzt geht's mal runter den Berg. Viel Freude. Willkommen bei der dritten Station meiner Schluchtentour durch Österreich. Heute bin ich in St. Johann im Pongau in Salzburg und gleich neben dem wunderbaren Ort gibt es die Liechtenstein-Klamm. Warum heißt die Liechtenstein-Klamm? Tja, im Jahr 1875 war der Fürst Johann II. Von Liechtenstein hier unterwegs, hat die Klamm gesehen und war so begeistert, dass er gleich im Jahr darauf, im Jahr 1876, einen großen Betrag Geld gespendet hat, damit die Klamm erschlossen werden kann für alle normalen Besucherinnen und Besucher und damit die Bevölkerung auch sehen kann, wie toll die Klamm ist. Dafür hat er auch gleich einen Gedenkstein hier bekommen. Seit damals sind über 10 Millionen Menschen hier zu Besuch gewesen aus der ganzen Welt. Ich bin heute der 10 Millionen Einste. Und ich möchte jetzt reinschauen, sie soll sehr toll sein, die Schlucht, die Klamm. Wir schauen mal, ob die 10 Millionen recht gehabt haben, dass sie hergekommen und sich das angeschaut haben. Kommt einfach mit. Der Weg durch die Klamm ist ca. 1,5 Kilometer lang. Und das Wasser hat sich bis zu 300 Meter nach unten tief in den Felsen eingegraben. In Worten ist der Anblick kaum zu beschreiben. Deswegen lasse ich euch einfach mal ganz kurz mit den Bildern alleine. Teile der Liechtenstein-Klamm ist die imposant angelegte Wendeltreppe Helix. Die Stahltreppe ragt bis zu 30 Meter in die Tiefe. Die tosenden Wasserfälle und die reißenden Wassermassen haben sich über Jahrmillionen immer tiefer in den Klammschiefer geschnitten.
Felsen stehen nun stellenweise so eng und hoch, dass der Himmel oft nur mehr als kleiner Streifen zu erkennen ist. Bis zu 200.000 Besucher kommen jährlich in die Klamm in St. Johann, um das Naturschauspiel zu bewundern. Mit welchen drei Worten könnte man die Eindrücke beschreiben, die die Klamm bei einem hinterlässt? Einfach imposant, spektakulär und beeindruckend.